Möchtest du erfahren, wie du mit dem Taschenrechner umgehen kannst? Schau dir das an in diesem Lernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich bin die Katharina. Auf den meisten Taschenrechnern ist einfach nicht genug Platz für alle Tasten, für alle Funktionen, die der Taschenrechner können soll. Daher sind manche ein bisschen versteckt. Ich habe ein Rätsel für dich. Kannst du auf diesen beiden Taschenrechnern das Prozentzeichen finden? Nimm dir ruhig ein bisschen Zeit und drück dafür auf Pause. Ich habe es schon gefunden. Schau mal, auf dem linken Taschenrechner ist das Prozentzeichen hier über der Zweiertaste. Auf dem rechten Taschenrechner ist es hier über dem Klammernaufsymbol. Das heißt, dass diese beiden Tasten jeweils auch noch als Prozenttaste dienen. Aber wie weiß die Taste dann, ob sie ein Zweier oder ein Prozent sein soll? Dazu gibt es die Second-Taste für die zweite Funktion. Zum Aktivieren drückst du zuerst die Second-Taste und dann die Taste, über der die Funktion steht, die du brauchst. Für das Prozentzeichen also auf dem linken gelben Taschenrechner Second 2, auf dem rechten blauen Second und Klammer auf. Und schon hast du die Funktion aktiviert. Diese Tastensuche wirst du für viele Spezialfunktionen brauchen.